Ja, genau. Die Ahnen, dieses Dimensionstor öffnen. Was soll da jetzt Großartiges passieren? Außerdem war ich gar nicht so bereit, irgendetwas zuzulassen. Und dann habe ich es probiert, denke ich. Und dann habe ich mir gedacht, ach, jetzt nehme ich die Energie von der ganzen Gruppe mit, weil alleine geht das nicht. Und dann war wirklich, da ist Tor. Nein, ja, sind ein Tor. Dann, ach, ich kann es mit meinen Gedanken rufen. Oder ja, sind dann die Leute gekommen, meine Ahnen, und die sind aber alle so eh gut gestorben, dass das jetzt nicht so ein großes Thema war, dass da noch was offen war. Und dann ist mein Opa gekommen und die Großmutter, und dann ich, ah ja, mein Cousin, genau, der ist so jung gestorben. Und dann ist mein Cousin gekommen. Und dann war da noch ein kleines Mädchen mit. Und das war unsere kleine Tochter. Ich hatte mal eine Fehlgeburt, aber das war nur ein paar Wochen alt. Und dann ist jemand gekommen und hat gesagt, hallo Mama. Wow. Das war so schön. Hallo Mama. Und das war so ein Stich ins Herz. Das war so schön und so gut und so Freude. Und dann sind die Tränen gekommen. Und dann sagt sie, hallo. Und ich wusste dann, mein Cousin, meine Tante, die passen auf, die sind da für die Ida. Und sie hat einen Namen. Die Ida, den hat sie schon immer bekommen. Also ich habe dann mal irgendwo gehört, man soll den Namen geben. War das die kleine Ida, aber das war kein Baby, das war schon so ein Mädchen. Und dann, aber sie hat jetzt nicht so viel Zeit und das passt eh. Sie wollte auch gar nicht länger hier bleiben, also auch bei mir nicht. So, das war nur so ein kurzer Besuch und sie hatte auch jetzt so, sie geht jetzt auch wieder mit meinem Cousin. Sie hat so Hallo Mama gesagt und alles in Ordnung und war sie wieder weg. Es war so schön, danke.